Am 4. Oktober 1981 wird nach einer mehrtägigen Vermisstensuche in einem Waldstück in Bayern zwischen den Orten Eching und Schondorf eine unvergleichliche Entdeckung gemacht. Im Waldboden findet ein Beamter etwas, das aussieht wie ein Deckel. Und als der Boden weiter ausgegraben wird, kommt in dem Waldboden tatsächlich eine große Kiste zum Vorschein. In dieser Kiste befindet sich die Leiche eines jungen Mädchens. Im heutigen Video sprechen wir über den Vermissten und Todesfall der 10-jährigen Ursula Herrmann. Am 15. September 1981, einem Dienstag, hat die 10-jährige Ursula Herrmann, die in Eching am Ammersee lebt, ihren ersten Schultag in der 5. Klasse. In Eching lebt sie gemeinsam mit ihrem Vater, einem Lehrer, ihrer Mutter, einer Hausfrau und ihren Geschwistern. Am Nachmittag kommt sie nach der Schule kurz nach Hause und übt mit ihrem großen Bruder Michael noch ein wenig Klavier, ehe sie zum Turnunterricht im Nachbarort Schondorf fährt. Danach besucht sie noch ihren Onkel und ihre Tante, die in Schondorf leben. Dort isst sie auch zu Abend, ehe ihr Vater bei Ursulas Onkel anruft und seine Tochter bittet, bald nach Hause zu kommen, da es allmählich spät wird. Gegen 19.15 Uhr macht sie sich mit ihrem roten Fahrrad auf den Weg nach Hause, eine Strecke, die man in etwa 20 Minuten zurücklegen kann. Ursula fährt sie jeden Dienstag alleine entlang des Seewegs und kommt eigentlich meist pünktlich. Doch an diesem Abend kommt die Schülerin nicht nach Hause. Als Ursula nach dem Anruf des Vaters beim Onkel nicht zeitnah nach Hause kommt, beschleicht ihre Eltern schon bald ein schlechtes Gefühl. Schon gegen kurz nach 20 Uhr fährt Ursulas Vater aus Eching in die Richtung, aus der seine Tochter kommen müsste, um nach ihr Ausschau zu halten. Von der entgegengesetzten Seite macht sich Ursulas Onkel aus Schondorf auf die Suche. Auch den Seeweg, den Ursula genommen haben muss, sucht die Familie ab, aber leider ohne eine Spur der 10-Jährigen zu finden. Als Ursulas Familie die 10-Jährige nicht finden kann, meldet ihre Mutter sie umgehend bei der Polizei als vermisst. Das war gegen 20.35 Uhr. Daraufhin wird noch am Abend des 15. September 1981 eine polizeiliche Suchaktion eingeleitet. Auch Spürhunde sind im Einsatz. Zwar findet man am Abend abseits des Seeweges an einem Baum gelehnt das Fahrrad der Schülerin, ebenso wie ihren Turnbeutel, der auf dem Gepäckträger klemmt. Doch von Ursula Herrmann selbst ist nirgends etwas zu finden. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot ihren Weg ab. Auch der See, den die Fünftklässlerin auf ihrem Heimweg passieren musste, wird von Tauchern durchkämmt. Doch trotz der Hundertschaft findet man sie nicht. Allerdings tauchen bei dieser Suche ein schwarzes Fernglas und ein etwa 140 Meter langer Klingeldraht auf, der in etwa 2,50 Meter Höhe auf dem Waldweg aufgespannt ist. Er verläuft parallel zum Seeweg. Zwar registriert die Polizei den Fund dieses Drahts, der für Stromleitungen verwendet werden kann, lässt ihn jedoch hängen. Insgesamt 15 große Suchaktionen finden zwischen Eching und Schondorf statt, doch keine kann den gewünschten Erfolg bringen. Auch in den kommenden Tagen kommt Ursula Herrmann nicht nach Hause. Zwei Tage nach Ursulas Verschwinden, am 17. September 1981, klingelt bei der Familie Herrmann das Telefon. Doch als die Herrmanns abnehmen, meldet sich niemand am anderen Ende der Leitung. Stattdessen wird ein kurzer Jingle abgespielt, der den Verkehrsnachrichten des Radiosenders Bayern 3 zugeordnet werden kann. Insgesamt erhält die Familie Herrmann am 17. und 18. September 10 solcher Anrufe, die stets gleich ablaufen. Nach dem Abspielen des Jingles brechen die Anrufe ab. Die Polizei installiert eine Fangschaltung, sodass Mitschnitte dieser Anrufe und auch der abgespielten Melodie erhalten geblieben sind.
Mit dem, was ihr in den nächsten Sekunden hören werdet, wurde die Familie terrorisiert. Am 18. September erhält die Familie Hermann auch einen Brief. Dieser ist an Michael Hermann Senior, Ursulas Vater, adressiert und besteht aus einzelnen Wörtern, die aus Zeitschriften ausgeschnitten worden sind. Die Ermittler können später feststellen, dass die Ausschnitte aus den Zeitungen Bild, Bild am Sonntag, TZ und Funkuhr stammen. Die Adresse der Hermanns auf dem Brief ist mit Schreibmaschine getippt. Folgendes steht in dem Brief: Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie 2 Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel: Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen, 6 Stunden nach dem Geldübergabe, kommt Ihre Töchter frei. Der Brief ist nicht richtig frankiert. Womöglich hätte er die Familie Hermann also schon früher erreichen sollen. Das würde dazu passen, dass sich der anonyme Anrufer bei den Hermanns in den vergangenen 2 Tagen ja nie mit seiner Stimme, sondern stets nur mit dem Radiojingle gemeldet hat. Dieser könnte mit dem Pfeifton, von dem im Erpresserbrief die Rede ist, gemeint sein. Am 21. September erhält die Familie Hermann einen weiteren Brief, der sich ebenfalls aus ausgeschnittenen Wörtern aus Zeitungen zusammensetzt. Es heißt in dem Brief, das Geld könne nur gemeinsam mit einem gelbfarbenen Fiat 600 übergeben werden und solle in einem Koffer in 100 Markscheinen gestückelt zu einem vereinbarten Treffpunkt gebracht werden. Der oder die Täter verdeutlichen außerdem, dass das Einschalten der Polizei in die Lösegeldübergabe für Ursula den Tod bedeuten würde. Obwohl die Familie Hermann nicht wohlhabend ist, gelingt es dank der Hilfe von Freunden und weiteren Unterstützern, den geforderten Betrag von 2 Millionen D-Mark aufzubringen. Die Erpresser rufen tatsächlich noch einmal an und Ursulas Mutter bestätigt die Bereitschaft der Familie Hermann, das Lösegeld wie gefordert zu übergeben. Im gleichen Telefonat bittet sie um ein Lebenszeichen ihrer Tochter. Doch der Entführer antwortet nicht darauf. Er legt auf, ohne, wie im Brief angekündigt, Details zur Geldübergabe zu nennen. Es wird der letzte Anruf bleiben, den die Familie Hermann erhält. Am 4. Oktober 1981, 19 Tage nach Ursulas Verschwinden, wird in einem Waldstück namens Weingarten, das zwischen Ursulas Heimatort Eching und Schondorf, dem Ort ihres Onkels, liegt, eine große Kiste gefunden. Sie ist etwa 72 x 60 cm groß und 1,39 Meter hoch und in der Erde vergraben. 5 Fichtenbäume geringer Größe sind in den Waldboden über der Kiste gepflanzt, wahrscheinlich um diese vor den Suchenden zu tarnen. Die Kiste allein wiegt etwa 60 Kilogramm. Sie ist einem Polizisten bei einer Suchaktion dennoch aufgefallen. Der Boden ist heller an der Stelle, wo die Kiste vergraben lag. Und nach kurzem Graben stößt er auf den Deckel der Holzkiste. Als ein Kollege den Deckel anhebt, machen die Beamten eine unglaubliche Entdeckung. In dieser Kiste finden die Polizeibeamten die Leiche der vermissten Ursula Hermann. Im Inneren der Kiste gibt es eine Sitzbank, auf der sich Ursulas Leiche sitzend befindet. In ihrem Schoß liegt ein in einer Plastiktüte verpackter Jogginganzug. Der Innenraum der Kiste verfügt auch über Beleuchtung, sowie über ein Rohrsystem, durch das Luft in und aus der Kiste gelangen soll, um die Sauerstoffversorgung im Inneren der Kiste zu gewährleisten. Außerdem befinden sich im Inneren der Kiste ein Toiletteneimer, Lebensmittelvorräte, ein Radio sowie Comics, Liebes- und Westernromane. Alle Gegenstände in der Kiste wirken aber so,
als seien sie niemals von Ursula berührt worden. Bei der Bergung der Kiste helfen neben Beamten der Polizei auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Journalisten, die vor Ort sind. Das ist ein Zeichen von Zivilcourage. Aber dabei werden am Tatort natürlich auch möglicherweise viele Spuren zerstört, die für die späteren Ermittlungen eine wichtige Rolle hätten spielen können. In der Kiste selbst finden sich bis auf ein paar Eichhörnchenhaare und einem Fingerabdruck, der an einem Stückchen Teserstreifen sichergestellt wird, keine Spuren. Der Fingerabdruck stimmt mit keinem aus der Datenbank der Polizei überein und führt dementsprechend leider nicht zu einem möglichen Täter. Es scheint, als wollten die Täter, dass Ursula überlebt. Sie haben ja extra eine Art Belüftungsanlage eingebaut, damit sie weiterhin Luft bekommt. Das funktionierte aber leider nicht, weil ein Ende des Rohrs mit Laub und Erde bedeckt war. Aber selbst wenn das Rohr nicht mit Laub bedeckt gewesen wäre, wäre das Rohr wahrscheinlich zu lang gewesen, als dass Ursula mit Sauerstoff versorgt worden wäre. Der Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger, der lange als Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin an einer Münchner Universität arbeitete, vermutet, dass Ursula aufgrund des Sauerstoffmangels das Bewusstsein verloren und bereits etwa anderthalb Stunden nach dem Beginn ihrer Gefangenschaft verstorben sei. Es ist jedoch auch möglich, dass Ursula bei ihrer Entführung betäubt wurde und das Bewusstsein in der Kiste nie wieder erlangt hat. Darauf würde ihre sitzende Position mit der Plastiktüte auf dem Schoß hindeuten. Natürlich möchte die Polizei nun herausfinden, was es mit dieser Kiste auf sich hat. Sie ist so schwer und so groß, dass sie eigentlich jemandem beim Transport von A nach B aufgefallen sein müsste. Selbst der Bau der Kiste und die Beschaffung der vielen Einzelteile muss auffällig gewesen sein. Aus dem Bau dieser Kiste kann man auch auf jeden Fall ableiten, dass die Entführung von Ursula Herrmann sorgfältig geplant war. Die Kiste, in der die Schülerin vergraben und letztendlich verstorben ist, wird Anfang der 80er Jahre in Schaufenstern und Lokalen der Gegend ausgestellt. Durch diese unkonventionelle Methode erhoffen sich die Ermittler, eventuell Hinweise auf die Herkunft der Kiste oder wenigstens ihrer Materialien zu erlangen. Auch medial wird der Fall viel besprochen, allein schon wegen seiner Besonderheiten. Doch weder Berichterstattung in lokalen Medien noch in nationalen Formaten wie Aktenzeichen XY liefern Hinweise, die für einen durchschlagenden Erfolg bei den Ermittlungen sorgen könnten. Dennoch gibt es schon bald die ersten Verdächtigen, die sich gegenüber den Ermittlern verantworten müssen. Der erste konkrete Verdächtige ist Werner M. In seinem ersten Verhör, etwa einen Monat nach Ursulas Entführung, gibt er an, sich nicht mehr daran erinnern zu können, was er am Tag von Ursulas Entführung gemacht habe, er das aber noch herausfinden wolle. Am Tag darauf liefert er in einer weiteren Befragung ein Alibi. Demnach hätte er sich am 15. September 1981 in seiner Werkstatt aufgehalten, einem Bekannten danach bei Arbeiten an dessen Auto geholfen und abends Besuch von zwei Freunden bekommen, mit denen er ein Brettspiel gespielt habe. Dennoch wird das Haus, in dem er wohnt, nur wenige Meter von den Herrmanns entfernt, akribisch durchsucht und sein Umfeld durchleuchtet. Seine Ex-Frau erzählt bei einem der Verhöre, Werner M. habe einmal den gemeinsamen Hund in eine Tiefkühltruhe gesperrt. Dort habe er ihn dann vergessen, sodass der Hund in der Tiefkühltruhe verstorben sei. Aus Sicht der Ermittler könnte man also ein gewisses kriminelles Profil herleiten und es mit dem Verschwinden von Ursula Herrmann in Verbindung bringen. Während der Ehe hat die Ex-Frau übrigens für einige Monate auch als Reinigungskraft bei der Familie Herrmann gearbeitet. Doch Werner M. hat ja nicht nur das präsentierte Alibi, sondern bestreitet auch strikt, irgendetwas mit Ursulas Entführung, der Erpressung und ihrem Tod zu tun zu haben. Es gibt auch keinerlei Beweise, die einen konkreten Verdacht gegen ihn erhärten könnten. Werner M. ist zum Zeitpunkt von Ursulas Verschwinden 31 Jahre alt und wohnt etwa 30 Meter von Ursulas Elternhaus in Eching entfernt. Er ist gelernter Fernsehtechniker. Er ist alleinstehend und von seiner Frau geschieden. Schon mehrfach wurde wegen Diebstahls und Betrugs gegen ihn ermittelt. Zwar ist er hoch verschuldet,
doch ein sehr guter Handwerker und plant die Welt zu umsegeln. 4 Monate nach der Entführung Ursulas wird Werner M. schließlich vorläufig festgenommen. Er soll seine Bekanntschaft mit Ursula in früheren Ermittlungsschritten heruntergespielt und die Alibis, die ihm gegeben wurden, soll er sich fälschlicherweise verschafft haben. Im Laufe dieses Verhörs liefern sich die Polizei und der Verdächtige einen wahren Schlagabtausch. Die Polizei mutmaßt, Werner M.'s Tochter und Ursula hätten sich gekannt. Werner sagt, das stimme nicht. Genauso wenig, wie er das Waldstück, in dem Ursula gefunden wurde, gut kenne. Die Indizien der Polizei reichen nicht aus, um Werner M. dauerhaft in Polizeigewahrsam zu nehmen, sodass er vorübergehend wieder freikommt. Keines der Arbeitsmaterialien, die sich in seiner Werkstatt befinden, lässt sich irgendwie mit der Kiste, in der Ursula Herrmann gefunden wurde, in Zusammenhang bringen. Werner M. hat eine Kassettensammlung. Teil davon sind auch aufgezeichnete Sendungen des Bayerischen Rundfunks. Jedoch taucht auf keiner Kassette der Jingle auf, den die Entführer der Familie Herrmann am Telefon vorspielten. Trotz der Freilassung von Werner M. ermittelt die Polizei weiter und befragt Zeugen. Darunter auch Klaus P. Er ist zwar gelernter Mechaniker, derzeit aber arbeitslos und wegen kleinerer Delikte vorbestraft. Außerdem ist er Alkoholiker. Der zum Zeitpunkt der Entführung von Ursula Herrmann 37 Jahre alte Klaus P. soll Anfang September 1981, dem Monat, in dem Ursula verschwunden ist, mehrmals dabei gesehen worden sein, wie er auf seinem Mofa einen Spaten transportiert. Die Polizei vernimmt ihn wegen dieses Hinweises über einen längeren Zeitraum. Während einer Pause innerhalb dieser Vernehmung behauptet er wohl, der bereits erwähnte Werner M. habe ihm 1000 D-Mark dafür geboten, im Wald ein Loch in den Boden zu graben. Behauptet er wohl, sage ich, weil es keine eindeutig protokollierte Aussage von Klaus P. dazu gibt. Diese Mutmaßung existiert nur als ein Randvermerk in einer Akte. Dass Klaus P. diese Äußerung also jemals wirklich getroffen hat, ist nicht belegt. Als Polizeibeamte mit Klaus P. den Waldabschnitt abgehen, kann er die Stelle, an der er das Loch gegraben haben will, nicht finden und führt die Beamten nicht an den Ort, an dem später die Kiste mit Ursula Herrmann gefunden wurde. Später widerruft Klaus P. sein Geständnis und sagt aus, er habe Werner M. den Spaten lediglich gebracht. Aber auch dies widerruft er später wieder. Generell weichen seine Darstellungen immer wieder voneinander ab. Keine seiner Aussagen passt zu den vorangegangenen. Damals schließen die Beamten ab, dass Klaus P. unglaubwürdig und ein notorischer Lügner sei. Seine Aussagen zum Mord an Ursula Herrmann kann man also laut den Ermittlern keinen Glauben schenken. Anfang der 90er Jahre stirbt Klaus P. und kann deshalb nicht noch einmal vernommen werden. Dennoch sollen seine Äußerungen zum Fall Ursula Herrmann viele Jahre später noch eine zentrale Rolle spielen. Nach Werner M. und Klaus P. gerät 1984 ein dritter Mann ins Visier der Ermittler. Ein ehemaliger Polizist, der nach einem Dienstunfall in Frühpension ist, soll bei einer Tatbegehung stark auffälliges Verhalten an den Tag gelegt haben und hat für den mutmaßlichen Zeitraum der Tat kein präsentables Alibi. Sein Auto soll mehrfach in der Nähe des Ortes gesehen worden sein, an dem Ursula vergraben wurde. Auch bei diesem Verdächtigen wird das gesamte Umfeld untersucht und sorgsam beobachtet. Auch sein Bruder gerät kurzfristig in das Visier der Ermittler, schneidet aber schnell wieder aus dem Kreise der Verdächtigen aus. Das Verfahren gegen den ehemaligen Polizisten wird schließlich 1989 eingestellt, da auch nach umfangreichen Ermittlungen und Befragungen keine Verbindung zu Ursula Herrmann gezogen werden kann. Dennoch haben die Ermittlungen für den Mann Konsequenzen. Er muss sein Antiquitätengeschäft, das er inzwischen führt, aufgeben und stirbt schließlich, wenige Jahre nach Einstellung der Ermittlungen, an Magenblutung. Die intensiven Ermittlungsarbeiten gegen seine Person sollen ein Grund für seinen frühen Tod gewesen sein. Musik
Neben den Verdächtigungen und zahlreichen Indizien, auf die wir im nächsten Kapitel zu sprechen kommen werden, gibt es im Vermissten- und Todesfall Ursula Herrmann auch einige weitere Hinweise, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil sie zum Teil wichtig für einige Theorien sind. Ihr erinnert euch, dass ein Klingeldraht gefunden wurde, der durch den Wald gespannt war und dass die Polizei ihn zunächst im Wald hängen ließ. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass er den Entführern mutmaßlich als eine Art Telefonverbindung diente. Nach einiger Zeit ist dieser etwa 140 Meter lange Klingeldraht aber nicht mehr im Wald zu finden. Anfang 1983 wird er bei zwei Schülern eines nahegelegenen Internats in Schondorf, von wo Ursula sich am Abend ihrer Entführung auf den Heimweg machte, gefunden. Die beiden Schüler, die 13. Klasse besuchen, behaupten, sie hätten den Draht im Wald gefunden, während sie eines Tages 1982 eine Eule verfolgt haben und hätten ihn daraufhin mit ins Internat genommen. Eine etwas merkwürdige Behauptung, denn eigentlich sind Eulen ja nachtaktiv. Der Fund dieses Drahtes bei den beiden Internatsschülern wird damals von den Ermittlern als unwichtig betrachtet. Doch der Fund ist mehr als relevant für den Fall von Ursula Herrmann. Der Draht ist nämlich mit dem gleichen Isolierband versehen, wie es auch an dem Radio in der Kiste gefunden wurde. Der Draht könnte als eine Art Frühwarnsystem für die Kommunikation zwischen einem Haupt- und seinen unbekannten Mittätern gedient haben. Denn dass ein Mensch allein die Entführung von Ursula Herrmann geplant und durchgeführt haben könnte, ist höchst unwahrscheinlich. Dieser besagte Draht tauchte also bei zwei Schülern des Internats auf, die ihn in ihrem Zimmer in einer Kiste aufbewahrt haben sollen. Diese Information betone ich noch einmal so, weil später festgestellt wird, dass sich auf einem der beiden Erpresserbriefe ein Stochastik-Baumdiagramm durchgedrückt haben soll, wie es im Matheunterricht in der Schule zum Zeitpunkt von Ursulas Verschwinden in der 12. oder 13. Klasse durchgenommen wurde. Es ist mindestens ein interessanter Zufall, dass der Draht ausgerechnet bei Schülern eines Internats gefunden wurde, wenn auf dem Erpresserbrief wirklich Abdrücke einer Matheaufgabe zu sehen sind. Darüber hinaus wird 1982 in einem Baumstumpf in dem Waldgebiet zwischen dem Fundort von Ursula und dem besagten Internat eine Plastiktüte gefunden. In dieser Plastiktüte sind Sehschlitze hineingeschnitten, sodass sie fast wie eine Art Maske aussieht. Ermittler können feststellen, dass diese Art Maske dort etwa seit dem vergangenen Herbst gelegen haben muss. Also der Zeit, zu der Ursula verschwunden ist. 2007 deutet sich eine Verbindung zu einem weiteren Kriminalfall an, dem Mord an der Parkhausbesitzerin Charlotte Böhringer, der zu einem der komplexesten deutschen Kriminalfälle gehört. Es gibt in der DNA-Datenbank der Polizei eine Übereinstimmung zwischen Genmaterial, das in den Fällen Böhringer und Ursula Herrmann sichergestellt wurde. An einem Glas, das in Charlotte Böhringers Wohnung gefunden wurde, scheint sich die gleiche DNA zu finden wie die, die die Kriminalpolizei damals an einer Schraube an der Kiste gefunden hat. Es könnte sich bei dieser Übereinstimmung auch um eine verunreinigte Spur handeln. Wie gesichert diese Übereinstimmung wirklich ist und von welcher Person die fragliche DNA stammt, ist nicht bekannt. Auch viele Jahre nach dem Tod von Ursula Herrmann bleibt die Polizei aktiv. Es wird im Hintergrund ermittelt, Telefonate werden abgehört, Häuser durchsucht. Und tatsächlich gelingt es der Polizei noch lange nach dem Verbrechen, einen mutmaßlichen Verantwortlichen zu finden. Es ist das Jahr 2008, 27 Jahre nach der Entführung und dem Tod von Ursula Herrmann. Die zuständige Staatsanwaltschaft präsentiert einen Hauptverdächtigen. Es ist Werner M., der schon 1981 mit der Entführung der 10-jährigen Schülerin in Verbindung gebracht wurde. Auch er wurde im Rahmen der andauernden Ermittlungen weiter genauestens beobachtet. Und bei ihm wurde während einer Hausdurchsuchung ein Tonbandgerät entdeckt, das das Interesse der Ermittler weckte. Es ist das TK-248-Modell der Marke Grundig, ein in den 70er Jahren vertriebenes Tonbandgerät. Mit einem solchen Gerät kann man Audioaufnahmen erstellen und auch wiedergeben. Und das ist für die Polizeibeamten von zentralem Interesse.
Wir erinnern uns an die rätselhaften Anrufe, die die Familie Hermann in den Tagen nach dem Verschwinden von Ursula bekommen hat. Nie hat sich jemand am anderen Ende der Leitung gemeldet. Stattdessen wurde ein Radio-Jingle von Bayern 3 abgespielt. Im Laufe der Ermittlungen hat eine Gutachterin des LKA einen Bericht erstellt, in dem es heißt, der besagte Jingle sei mutmaßlich von einem Tonbandgerät des Typen TK-248 wiedergegeben worden. Also von genau dem Modell, das im Haus von Werner M. sichergestellt werden konnte. Hierbei muss man erwähnen, dass man den Typen des Aufnahmegeräts nicht eindeutig über die Aufnahmen der Anrufe bei den Hermanns identifizieren kann. Doch es wird von den Ermittlern als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Beschuldigte gibt an, er habe das Gerät erst 2007 auf einem Flohmarkt gekauft. Doch das kann er nicht beweisen. Anders als bei seinen ersten Befragungen in den 80er Jahren zu, ein Fernglas besessen zu haben. Wir erinnern uns, eines wurde in der Nähe von Ursulas Fahrrad gefunden. Außerdem soll Werner M. den Fall Ursula Hermann mit großem Interesse verfolgt und in der Zeit nach dem Verbrechen auch mehrfach den Polizeifunk abgehört haben. Im Rahmen der erneuten Telefonüberwachung 2007 und 2008 wird registriert, dass er am Telefon über den Fall spricht und über die Länge einer möglichen Haftstrafe mutmaßt. Auch sagt er, der Tod von Ursula sei nicht als Mord, sondern vielmehr als Betriebsunfall zu werten. 2008 wird Werner M. nun also angeklagt, ebenso wie seine Ehefrau. Es geht dabei nicht nur um das Tonbandgerät, sondern auch um die alten Indizien, darunter auch die widerrufene Zeugenangabe, nach der der schon lang verstorbene Klaus P. im Auftrag von Werner M. ein Loch im Wald gegraben haben soll. Klaus P. kann seine Aussagen nicht noch einmal erläutern, denn er ist ja bereits in den 90er Jahren verstorben. Werner M. selbst plädiert auf seine Unschuld und weist jegliche Beteiligung an der Entführung und dem Tod von Ursula Hermann von sich. Laut dem BR-Podcast Entführt, der Fall Ursula Hermann, soll Werner M. gegenüber Zeugen auch die Aussage getroffen haben, man müsste ein Ding drehen, mit einem Geschäft 2 Millionen machen. 2 Millionen, das war genau die Summe, die die Entführer als Lösegeld forderten. Und Werner M. hatte ja tatsächlich Geldsorgen. Immerhin plante er eine Weltumsegelung, obwohl er im 6-stelligen Bereich verschuldet war. Obwohl es sich bei dem gerichtlichen Verfahren um einen Indizienprozess handelt, wird Werner M. schlussendlich 2010 wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Seine Ehefrau wird freigesprochen. Dennoch geht das Gericht davon aus, dass Werner M. bei der Tat Hilfe gehabt haben muss. Doch wer diese unbekannten Mithelfer sein sollen, bleibt ungeklärt. Hier möchte ich noch einmal hervorheben, dass das Gericht den Tod von Ursula Hermann nicht als Mord, sondern als erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge einordnete. Eben weil durch die, so makaber es klingen mag, eigentlich gesicherte Versorgung Ursulas in der Kiste scheint, als sei es nicht die Absicht gewesen, das Mädchen sterben zu lassen. Wie ihr wisst, gehört Mord zu den ganz wenigen Verbrechen, die nicht verjähren. Der erpresserische Menschenraub mit Todesfolge hingegen wäre wohl irgendwann verjährt und Werner M. daher nicht mehr zu verurteilen gewesen. Immerhin liegen zwischen Ursulas Verschwinden 1981 und dem Urteil 2008 auch ganze 27 Jahre. Und auch wenn die Indizienlage kritisiert werden könnte, ist dies vermutlich eine der letzten Chancen, einen mutmaßlichen Verantwortlichen im Fall Ursula Hermann zur Rechenschaft zu ziehen. Ursulas Vater stirbt nur 6 Monate nach der Urteilsverkündung, am 15. September, am Todestag seiner eigenen Tochter. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass Ursula einen älteren Bruder namens Michael hat. Wie auch seine Eltern und weitere Angehörige verfolgt er natürlich die Ermittlungen um den Tod seiner Schwester. So auch 2008 im Prozess gegen Werner M., in dem die Familie als Nebenkläger auftritt. Michael ist Musiker und kennt sich gut mit Ton- und Audiotechnik aus. Das Gutachten der LKA-Mitarbeiterin, laut dem der Radio-Jingle während der Anrufe bei Familie Hermann mit dem bei Werner M. gefundenen Tonbandgerät abgespielt wurden,
hält er vor dem Hintergrund seiner fachkundigen Kenntnisse für unseriös. Er wendet sich sogar ans Gericht und äußert in Briefen Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens und damit auch des Prozesses gegen Werner M. Doch seine Einwände bleiben vom Gericht unbeantwortet. Von der Vehemenz der Behörden, Werner M. zu verurteilen, irritiert, beginnt er selbst die Akten um den Tod seiner Schwester durchzuarbeiten und zweifelt immer mehr an einer Täterschaft von Werner M. Über 25.000 Seiten arbeitet er durch und mit jeder Seite wachsen seine Zweifel. Ursula Hermanns Bruder glaubt nicht, dass man in Werner M. den wahren Täter gefunden hat. Deswegen entscheidet sich Michael Hermann 2013 dazu, einen Umweg zu nehmen, um zu erwirken, dass die Hinweise auf eine Täterschaft des Verurteilten erneut untersucht werden. Diese Möglichkeit ist ein Zivilprozess um Schmerzensgeld. Deshalb verklagt Ursula Hermanns Bruder den Verurteilten Werner M. auf eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 20.000 Euro. Dabei geht es ihm jedoch nicht um die Zahlung dieser Geldsumme, sondern es ist ein juristischer Kniff, mit dem dafür gesorgt werden könnte, dass das Gericht erneut untersuchen müsste, ob Werner M. überhaupt für den Tod von Ursula verantwortlich ist. Für Werner M. ist dieses neue Verfahren natürlich auch eine Chance. Er wendet sich mehrfach postalisch an Michael Hermann, der ihm jedoch nur ein einziges Mal auf seine Post antwortet. In einem vom Stern zitierten Brief schreibt er an den verurteilten Straftäter: Wenn Sie nicht der Täter sind, wünsche ich, dass sich noch neue Erkenntnisse auftun und Sie rehabilitiert werden können. Wenn Sie der Täter sind, fahren Sie zur Hölle. Zwar wird Michael Hermann das Schmerzensgeld zugesichert, doch es gibt keine neue Beurteilung der Beweise. Somit verfehlt er sein eigentliches Ziel. Doch Michael macht weiter. Er recherchiert, schreibt einen offenen Brief und tritt in den Medien auf. Durch Michaels Nachforschung und seinem Draht zu Journalisten tauchen schon bald Details auf, die die Verurteilung von Werner M. immer zweifelhafter machen. Im BR-Podcast Ursula Hermann entführt, recherchiert die Journalistin Katja Peißen-Petersen intensiv zum Zusammenhang zwischen dem Tonbandgerät und der Verurteilung von Werner M. Sie spricht dabei auch mit einem Wissenschaftler, der sich sowohl mit der Tontechnik als auch mit dem Fall Ursula Hermann auskennt. Auch er bewertet das Gutachten des LKA zum Tonbandgerät als kritisch. Der Täter muss den Radiojingle damals aus dem Radioprogramm aufgezeichnet und dann zusammengeschnitten haben. Dabei sollen auch Schaltgeräusche zustande gekommen sein, also die ruckeligen Geräusche, die im aufgezeichneten Anruf zu hören sind. Bei eben diesen Schaltgeräuschen will die Gutachterin große Ähnlichkeiten zwischen den Aufzeichnungen und den Tests am Modell Grundig TK-248 erkannt haben, das bei Werner M. gefunden wurde. Dabei führt sie an, dass es vor allem beim Vergleich der Pausetaste eine große Ähnlichkeit zwischen den Geräuschen auf dem Anruf und dem Gerät von Werner M. gebe. Doch um den Physiker zu zitieren, der für den BR-Podcast interviewt wurde: Das Problem ist, wenn man auf die Pausetaste drückt, passiert nichts. Warum sollte also der Täter die Pausetaste genutzt haben, um irgendetwas zu überspielen? Das macht keinen Sinn. Darüber hinaus ist der Jingle, den der Bayerische Rundfunk dem LKA zum Vergleich mit der Aufnahme zur Verfügung stellte, nicht der einzige Jingle, der 1981 vor den Verkehrsnachrichten des Bayerischen Rundfunks gesendet wurde. Es gibt mehrere Versionen. Doch es gibt keinen Jingle, der 1:1 dem entspricht, den man auf den aufgezeichneten Anrufen bei den Hermanns hört. Die Unterschiede in den Jingles begründet das Gutachten in den individuellen Eigenschaften des Geräts von Werner M., das den Ton deutlich verzerrt haben soll. Das bestätigt auch der Physiker im Podcast. Doch das Gerät von Werner M. weist eine modifizierte Einstellung auf, die eben diese Verzerrung erklären könnte. Ob diese Einstellung aber vor oder nach der Entführung Ursulas erfolgte, wäre entscheidend. Sollte die Veränderung nachträglich vorgenommen worden sein, dann wäre das Gutachten hinfällig. Denn nur durch eben diese Modifizierung ist der spezielle Klang des Jingles überhaupt möglich. Die wesentlichen Indizien für die Verurteilung Werner Ems waren zum einen die Sicherstellung des Aufnahmegeräts, dessen Rolle, wie schon erklärt, angezweifelt werden kann, und zum anderen die Aussagen von Klaus P., dem Zeugen, dem die Ermittler in den 80ern keinerlei Glaubwürdigkeit attestiert hatten und der in den 90ern verstorben war.
Bei dem Prozess kann er nicht mehr befragt werden, sondern nur die Polizisten, die ihn wiederum befragt hatten. In dem schon erwähnten Podcast wird außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass scheinbar alle Informationen, die Klaus P. während der Verhöre preisgegeben hat, bereits öffentlich zugänglich waren. Theoretisch könnte er in den Verhören also auch einfach Wissen aus den Nachrichten wiedergegeben haben. Wie glaubwürdig ist die Aussage von Klaus P. denn nun wirklich? Auf eigenen Wunsch absolviert Werner M. 2015 in Haft einen Lügendetektortest. Ihm werden sowohl persönliche Fragen als auch solche, die mit dem Verschwinden von Ursula Hermann zu tun haben, gestellt. Werner M. weist auch in diesem Lügendetektortest jede Beteiligung an dem Verbrechen von sich. Und die Auswertung des Detektors gibt ihm recht. Werner M. scheint nicht zu lügen. Doch vor deutschen Gerichten sind solche Tests als Beweis ungültig. Michael Hermann selbst wendet sich insbesondere den Punkten zu, die ich im Kapitel Die Hinweise angesprochen habe, den Zusammenhängen mit dem Internat in Schondorf. Vor dem Hintergrund des Fundes des Drahts bei zwei Internatsschülern, den durchgepausten Matheaufgaben auf der Rückseite eines Erpresserbriefes und dem Fund der wahrscheinlich als Maske genutzten Plastiktüte in der Nähe des Internats, entwickelt Hermann die Theorie, Schüler könnten etwas mit dem Verschwinden und dem Tod von Ursula Hermann zu tun haben. Dazu würde passen, wie beinahe klischeehaft einzelne Elemente der Entführung wirken, zum Beispiel die aus Zeitung ausgeschnittenen Wörter, die Forderung nach einem Fiat 600 und die unnatürlich hochwirkende Lösegeldsumme von 2 Millionen Mark. Ein interessantes Detail ist hierbei, dass in einem der Comics, die in der Kiste gefunden wurden, der Protagonist ein Fiat 600 fährt. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich der Entführer also eventuell von Literatur beeinflussen lassen. Könnte es sich bei der Entführung von Ursula um einen fahrlässigen Streich handeln, der außer Kontrolle geraten ist? In den Akten gibt es auch weitere Indizien, die auf eine Verbindung zum Internat hindeuten könnten. Diese bleiben der Öffentlichkeit aus Datenschutzgründen allerdings vorenthalten. Michael Hermann ist vokal über seine Ansichten und Theorien, leitet diese auch an die zuständigen Stellen weiter. Doch mit Werner M. gibt es ja einen bereits verurteilten Täter. Um den Fall wirklich noch einmal neu aufzurollen, bräuchte es absolut durchschlagende neue Erkenntnisse, die aber schlichtweg nicht gegeben sind. 2019 entscheidet Michael Hermann sich dazu, sich aus dem Kriminalfall seiner jüngeren Schwester herauszuziehen, um seinen eigenen Frieden zu finden, seitdem er nach dem Prozess gegen Werner M. unermüdlich an der Aufarbeitung der Geschehnisse gearbeitet hat. Doch vor nicht allzu langer Zeit gibt es doch noch einen neuen Ansatz im Fall Ursula Hermann. Tatsächlich taucht 39 Jahre nach dem Tod von Ursula Hermann ein Bekennerschreiben auf. Das Bekennerschreiben ist ausgesprochen detailliert und beinhaltet nicht nur eine Beschreibung der Tatplanung, sondern auch des Motivs. Es geht im November 2020 bei mehreren Medien und unter anderem auch beim Anwalt von Michael Hermann ein. Das Bekennerschreiben ist auch unterzeichnet von einem ehemaligen Schüler des Schondorfer Landheims, dem Internat, das ich zuvor schon angesprochen habe. Nur die Handschrift ist handschriftlich. Der Rest des Bekennerschreibens wurde mit einem Computer getippt. Der Absender schreibt, er könne mit der Schuld nicht leben und droht sogar Suizid an. Es ist allerdings nicht klar, ob das Schreiben auch tatsächlich vom Unterzeichner stammt. Jemand könnte schließlich auch eine Unterschrift gefälscht haben. In einem Artikel vom September 2021, das beim Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlicht wurde, ist zu lesen, dass die Untersuchung des Schreibens noch immer andauert. Die Ermittler aber nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich von einem Täter stammen würde. Vielmehr wird wohl vermutet, jemand habe eine andere Person, den vorgegebenen Unterzeichner, unwahrheitsgemäß eines Verbrechens beschuldigt. Auch deshalb wäre es für die Ermittler von großem Interesse herauszufinden, wer das Bekennerschreiben verfasst hat. Doch selbst wenn das Bekennerschreiben echt sein sollte, was zu diesem Zeitpunkt ja als unwahrscheinlich gewertet wird, eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist kaum noch möglich. Denn nicht nur gibt es mit Werner M. einen rechtskräftig verurteilten Täter, auch ist das Verbrechen an Ursula Hermann inzwischen verjährt.
Es gibt im Fall Ursula Herrmann eine Vielzahl von offenen Fragen, die sich kaum oder gar nicht beantworten lassen. Die erste, die sich auftut, wäre, warum Ursula Herrmann überhaupt entführt wurde. Die Tat wirkt zu durchgeplant, als dass Ursula ein Zufallsopfer sein könnte. Doch wie kommt ein Täter bei der Entführung von Ursula auf eine Lösegeldforderung von 2 Millionen D-Mark? Ursulas Vater arbeitete als Lehrer, ihre Mutter war Hausfrau. Niemand könnte ernsthaft davon ausgehen, dass die Familie solch einen hohen Betrag zur Verfügung hätte, auch wenn es letztendlich durch die Hilfe zahlreicher Unterstützer möglich war. Doch der Entführer konnte sich keineswegs sicher sein, dass die Familie die 2 Millionen Mark wirklich aufbringen könnte. So zynisch es auch klingen mag, warum wurde Ursula Herrmann entführt und nicht ein Mädchen aus einer reicheren Familie? Oder ging es dem Täter in Wirklichkeit gar nicht um das Lösegeld? Wenn Werner M. wirklich der Täter ist und er das Grundig-Tonbandgerät benutzte, um bei der Familie Herrmann anzurufen, weshalb wurde das Gerät dann nicht schon während der früheren Ermittlungen in den 80er Jahren bei ihm gefunden? Wenn Werner M. das Gerät wirklich für die Tat benutzt hätte, dann wäre es für ihn doch naheliegend gewesen, es spätestens seit den Ermittlungen gegen seine Person in den 80er Jahren verschwinden zu lassen. Würde man wirklich ein entscheidendes Beweismittel für einen Kriminalfall, in dem man schon einmal verdächtigt wurde, mehrere Dekaden lang aufheben? Auch die Zusammenhänge mit dem Internat in Schondorf und das Bekennerschreiben werfen Fragen auf, auch wenn letzteres mutmaßlich gefälscht ist. Wer könnte ein Motiv haben, einem ehemaligen Schüler des Internats solch ein Verbrechen zu unterstellen? Oder möchte hier jemand die Ermittler vielleicht in eine konkrete Richtung lenken? Fakt ist, dass wir im heutigen Fall ein Urteil haben. Werner M. sitzt auch heute noch für den erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge von Ursula Herrmann im Gefängnis. Dennoch ist die Indizienlage, die zu der Verurteilung geführt hat, wackelig und undurchsichtig. Durch den Tod des Zeugen Klaus P. und durch den langen zeitlichen Abstand zwischen der mutmaßlichen Tat und dem Prozess gewinnt die Beurteilung des Gerichts noch weiter an Brisanz. Versteht mich bitte nicht falsch, natürlich spricht vieles für Werner M. als Täter. Doch einen lupenreinen Nachweis gibt es eben nicht. Indizienprozesse geraten immer wieder in den Fokus der Medien, eben weil sie oft so verworren sind. Unabhängig von Schuld- und Beweisfragen ist an diesem Fall in erster Linie eines tragisch: dass ein viel zu junges Kind auf solch perfide Weise sterben musste. Und damit kommen wir zum Ende des heutigen Videos. Besonders bemerkenswert finde ich, wie Michael Herrmann lang für Gerechtigkeit in dem Kriminalfall um seine jüngere Schwester Ursula gekämpft hat. 2019 hat Michael erklärt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seine Zweifel bleiben. Doch nun mehr als 30 Jahre nach dem Tod seiner Schwester möchte er seinen Frieden finden. Ich wünsche ihm und den anderen Angehörigen von Ursula Herrmann nur das Beste. Und vor allem, dass es irgendwann keine Zweifel mehr an der Schuldfrage dieses grausamen Verbrechens geben wird. Was glaubt ihr, ist Werner M. wirklich der Täter im Fall Ursula Herrmann? Oder habt auch ihr Zweifel an seiner Verurteilung? Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch in den Kommentaren. Sollte es neue Erkenntnisse im Fall Ursula Herrmann geben, werde ich darüber auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News berichten. Also, damit ihr es nicht verpasst, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und abonniert auch Insolito Crime News. Da kommen auch meistens 2 neue Videos in der Woche. Zu Fällen, die auf dem Hauptkanal schon besprochen wurden und wo es Updates gibt, oder zu kurzen neuen Fällen, die zu kurz für den Hauptkanal sind. Also, abonnieren lohnt sich so oder so. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst auch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Mit wirklich wenig Aufwand unterstützt ihr diesen Kanal enorm und das Video kann Leuten vorgeschlagen werden, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.